Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch im Test die Happy Wonder von Brakhov. Ja, 4 Stück sind hier in dieser Schachtel enthalten. Die NEM liegt bei 3,5 Gramm pro Stück. Und wir schauen einfach mal ganz kurz rein. Wow, und so sehen die Teile dann aus. Echt schönes Design, muss ich sagen. Hier ist was lose. Mal gucken, was das ist. Ist das? Das soll eigentlich fest sein. Aber das ist das, was letzten Endes gezündet wird. Ich kenne mich zu wenig damit aus, um jetzt zu sagen, dass das hier eigentlich langen würde, aber ich weiß nicht, ob das andere jetzt wirklich nur Hülle ist oder ob es dadurch einfach besser sprüht, dieser Körper drumherum, aber ja, ich bin gespannt. Lassen wir uns einfach mal überraschen, hätte ich gesagt, und testen die Happy Wonder von Brakhov. So, Happy Wonder von Brakhov. Ich bin sehr gespannt. NEM 3,5 Gramm. Eigentlich nicht viel. Aber die Verarbeitung wirkt schon sehr solide. Mhm. Schauen wir nochmal, was die Teile so können. Eine Hülse drin oder so ein Pfeif oder so ein Satz. Eine Plastikkappe. Die ist schon rausgefallen. Eieiei. Hier sieht man auch nach Silvester häufig rumliegen von diversen Pfeifbatterien. So, dann bin ich mal gespannt. Ultra laut. Wir machen mal noch einen zweiten. Mehr darf man sich nicht leisten. Eieiei. Die haben es in sich, ja. Müssen wir ein bisschen weiter weggehen. Ultra heftige Teile. Also sowas im Klasse 1 Bereich leckt mich am Ärmel. Alter, heftig. Klabautermann 2.0.